Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video hier auf Akadari. Heute geht es um unseren neuen Rust-Server. Wir haben einen Rust-Server gemietet, der 50 Slots enthält. Das heißt, es können gleichzeitig 50 Spieler auf diesem Server spielen. Entstanden ist diese Idee natürlich aus dem aktuellen Rust-Type, der ursprünglich aus Amerika kommt. Und wir haben uns gedacht, diese Idee snacken wir uns auch einfach mal und präsentieren die für kleinere Content Creator oder auch einfach Leute, die Bock haben, so ein bisschen RP zu machen. Der 5. Februar ist als Serverstart angepeilt. Es kann sich allerdings verschieben, falls der Wipe bzw. das Update von Rust später kommen sollte. Dafür den Discord gerne von uns abchecken, da gibt es immer den neuesten Stand. Unseren Server werden wir in der Woche 5-mal aufhaben, das heißt Mittwoch und Donnerstag 17 Uhr bis 0 Uhr und am Wochenende Freitag bis Sonntag also 17 Uhr bis 2 Uhr. Das sollte es auch gewesen sein zu unserer Überschrift. Kommen wir nun zu den Inhalten bzw. den Regeln zu unserem Server. Beginnen wir mit der Kommunikation. Dafür nutzen wir den In-Game Voice Chat oder den Team Chat, das heißt keine Kommunikation über Discord oder Teamspeak. Außerdem der Global Chat ist für den Admin, um zum Beispiel wichtige Infos zu verteilen. Am Anfang ist es okay, um sich zu treffen, einmal die Daten über Discord bzw. Teamspeak zu teilen, um zum Beispiel zu sagen, hey, lass uns treffen auf H14. Sobald dies allerdings geklärt ist, nur noch In-Game Voice Chat oder Team Chat. Sollte hoffentlich klar sein. Als nächstes kommen wir zum RP bzw. zum PvP. Beim RP kommt es einfach auf eure Kreativität an. Wie ihr also euren RP-Aspekt nutzt, ist komplett euch überlassen. Ob ihr jetzt einen Laden aufmachen wollt, Polizist sein wollt oder ein Bandit im Wald, das ist komplett euch überlassen. Als nächstes kommen wir zu der Spielkarte. Auf dieser werden wir uns natürlich austoben, aber was euch vielleicht auffällt, da sind rote Felder. Genau, das sind die PvP-Zonen. Und zu denen kommen wir jetzt. In den sogenannten PvP-Zonen seid ihr, wie wir es zum Beispiel bei Akadari nennen, free vor Abschuss. Das heißt, Spieler gegen Spieler-Zonen. Als Beispielort haben wir hier einmal den Hafen ausgewählt. Wenn ihr in einer PvP-Zone seid, bekommt ihr unten links im Chat eine kleine Info darüber. In diesen Zonen dürft ihr natürlich ohne Konsequenzen gegen andere Spieler fighten, looten und noch mehr fighten. Solltet ihr in der Situation sein, dass euer Gegner während des Kampfes flieht, dürft ihr ihn weiterhin abschießen. Das geht so lange, bis ihr ebenfalls die Zone verlassen müsstet, um ihn zu erledigen. Seid ihr aus der PvP-Zone raus, ist der Kampf damit vorbei. Auch außerhalb der PvP-Zone dürft ihr natürlich PvP machen, solange dies mit Roleplay verbunden ist. Einfaches Rumschießen auf Mitspieler ist verboten und wird von uns bestraft. Wenn ihr die Base eines anderen Spielers raiden wollt, müsst ihr den Besitzer mindestens 24 Stunden vorher darüber informieren. Ca. 25% der Base darf dabei Opfer des Raids werden. Allerdings solltet ihr nicht in einer PvP-Zone sein, habt ein bisschen Rücksicht auf eure Mitspieler. Solltet ihr jetzt noch eingeschaltet haben, habt ihr die Regeln erstmal hinter euch. Kommen wir jetzt erstmal dazu, wie kommt man überhaupt auf diesen Server? Und zwar haben wir uns für das Prinzip der Whitelist entschieden. Das heißt, jeder, der auf diesen Server will, muss von uns in die Whitelist eingetragen werden, damit der Server weiß, hey, der darf beitreten oder der darf nicht beitreten. Solltet ihr nach diesen ganzen Informationen immer noch Interesse haben, müsst ihr euch also bei uns melden, im Discord, per DM oder auf dem Server. Und am besten auch mit der Steam-ID, weil diese muss eingetragen werden in unserer Whitelist. Wir sind jetzt auch schon fast fertig mit dem Video, kommen wir aber nochmal kurz zum Metagaming. Hierbei ist zu beachten, dass ihr euch keine Infos holt, die theoretisch euer Ingame-Charakter nicht wissen kann. Heißt, die Lage anderer Spieler, wie sie equipped sind, wo die Base liegt, etc. Und solltet ihr Content Creator sein, teilt dies auch eurem Chat mit, beziehungsweise euren Viewern, dass diese nicht irgendwelche Informationen droppen, die euer Ingame-Charakter nie wissen darf, beziehungsweise nicht wissen kann. Heißt also, ihr solltet keine Informationen nutzen, die euer Charakter nicht wissen kann.
Kommen wir zum Finale nochmal kurz zum Fehlverhalten, beziehungsweise zu kontroversen Szenen. Sollte nämlich eine kontroverse Situation in Form von Beleidigung oder sonstigem Verhalten stehen, dann meldet euch am besten mit Clip, sofern ihr streamt, aufnimmt, bei einem der Admins. Fehlverhalten wird natürlich von uns bestraft und kann zum Bann bzw. zum Ausschluss des Servers führen. Das war's auch schon mit diesem Video zu unserem kleinen Server. Auf unserem Discord bleibt ihr up to date, sollte sich irgendwas ändern. Vielen Dank fürs Einschalten und haut rein. Feel my pain when it comes to me.